Gesellschaft. Ich behandle jeden gleich, egal wie der Vorwurf ist. Da vertrete ich einen jungen Herrn, der soll einem anderen mit dem Samurai-Schwert fast die Hände abgehackt haben. Der selbst wurde dann mit einer Armbrust beschossen. Denk dran, ich habe kürzlich noch eine junge Mutter verteidigt, die hat ihr 3 Monate altes Kind umgebracht mit so einem Cocktail aus Schlafmitteln, Antidepressiva. Es ist in der Tat so, sobald ein Prominenter auf der Anklagebank sitzt, guckt natürlich die Presse drauf und das hat Einfluss auch auf die Richter. So Leute, herzlich willkommen bei Beast Kitchen, Deutschlands gerechteste Küche. Heute mit dabei Burkhard Benneken, mehrfacher Autor, Strafverteidiger für Mörder, Gewalttäter, Menschen, die den Clan zugeschrieben werden. Genau. Ja. Genau. Quer durch die Kriminalität. Quer durch die Kriminalität. Und wie sich das Ganze mit deinem Gewissen vereinbaren lässt, erfahren wir heute in der Show. Genau. Und heute mit Robe da, wie im Gerichtssaal. Ganz aber wir ordentlich. Sind in der Charos Küche, keine Sorge, wir haben keinen Richter hinter der Cam, also es wird... Herr Burkhard ist heute mein Gast, nicht mein Verteidiger. So, was werden wir heute machen? Ich habe mir ein Gericht rausgesucht von der lieben Mimi Lisches aus Österreich. Sie hat einen gebackenen Blumenkohl. Den werden wir gleich schön füllen mit einer würzigen Paprikapaste. Da kommen Sonnenblumenkerne mit da rein, Senfkörner, bisschen Tomatenmark. Ein mildes Chili-Pulver, ein rauchiges Chili-Pulver, Ahornsirup, bisschen Apfelessig mit Zitrone. Dann werden wir das Ganze schön füllen, ummanteln oder bepinseln, sag ich mal. Dann schieben wir das Ganze nochmal im Ofen rein. Und dann haben wir ein tolles vegetarisches Hauptgericht. Sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Wunderbar. Ich würde vorschlagen, wir fangen direkt an. Ich habe schon Wasser gekocht. Ich lege mal den Blumenkohl einfach hier rein. Ich schneide erstmal den Stunk ab. Und ich könnte auch direkt schon anfangen mit der ersten Frage. Du bist Strafverteidiger in der 2. Generation. Und wann kamst du allererste Mal mit dem Beruf Anwalt in Berührung? Dein Papa ist ja Anwalt. Genau, mein Vater ist genau wie ich Strafverteidiger. Ja. Und dann habe ich schon zu Kindergartenzeiten Kontakt zu dem Beruf gehabt. Beide Eltern, mein Vater als Anwalt und meine Mutter als Lehrerin, waren berufstätig. Mhm. Und dann hat mich immer die Bürovorsteherin der Kanzlei abgeholt. Und dann saß ich schon als 3-4-Jähriger immer zwischen den ganzen Verbrechern im Wartezimmer. Wow. Fand das damals schon spannend. Und mit 4,5 war ich zum ersten Mal im Gerichtssaal. Mein Vater hat mich mitgenommen. Mit 4,5? Mit 4,5. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ich fand es unheimlich spannend. Mhm. Allein schon damals mein Vater in Robe und diese großen Gerichtssäle, das hat mich schon als Kind fasziniert. Ja, sehr interessant. So, ich habe jetzt hier den Stunk abgeschnitten. Lass mal jetzt ein bisschen baden, 10 bis 15 Minuten. Gab es zu dieser Zeit einen Fall, der dich bewegt hat, den dein Vater damals angestrebt hat? Ja, damals gab es ja noch die DDR und die innerdeutsche Grenze. Und mein Vater hat einen Grenzsoldaten verteidigt, der aus der damaligen DDR in den Westen geflüchtet war. Und an der Grenze hatte er bei der Flucht, wie er sagte, in Notwehr 2 Grenzsoldaten erschossen. Mhm. Das war so der erste große Fall meines Vaters, Mitte, Ende der 70er Jahre. Mhm. Und das hat mich damals schon sehr bewegt. Fand ich sehr interessant. Klar hat man die ganzen Hintergründe noch nicht verstanden, aber dass 2 Menschen erschossen wurden. Und dieser Herr, Werner Weinhold hieß der, war auch so in den Medien, dass er aus dem System raus wollte, weil er gesagt hat, er war gefangen und wollte in den Westen. Fand ich schon sehr faszinierend. Ja. Sehr interessant. Ich denke mal, so, da sind noch weitere tolle... Oder was heißt tolle, weitere spannende Fälle, die du so erlebt und begleitet hast im Leben. Wann war dir das erste Mal klar, dass du in die Fußstapfen deines Vaters treten wolltest? Im Prinzip schon als Kind. Ich bin sehr früh mitgegangen in die Gerichtssäle, habe meinen Vater immer bewundert, wie er verteidigt hat. Und mich haben diese Welten des wahren Verbrechens schon immer interessiert. Ja, mit 5, 6 schon? Mit 5, 6 Jahren fand ich das schon wahnsinnig spannend. Ich habe viele krasse Fälle mitbekommen. Klar, als Kind war ich auch das ein oder andere Mal geschockt. Mein Vater hatte mich mal mitgenommen in die Psychiatrie. Mhm. Da hatte er einen Mandanten, der hatte seiner Nachbarin den Kopf abgeschnitten und den dann versucht, die Toilette runterzuspülen, weil er Wahnvorstellungen hatte, sie würde ihn verhexen oder sowas. Das hat mich schon, da war ich so 12, das hat mich schon damals natürlich auch mitgenommen. Mhm. Andererseits ist es bis heute so, wenn solche schweren Taten im Raum stehen, fasziniert mich das auch irgendwo, ja, weil ich gerne hinter die Kulissen schaue. Dann auch heute noch Frage, wieso ist ein Mensch auf diese Bahn gekommen? Was steckt dahinter? Mhm. Und da kommen teilweise Dinge zutage, das glaubt man gar nicht. Ich habe zum Beispiel einen Herrn verteidigt, der hatte 2 Frauen umgebracht.
wurde der Internetkiller genannt. Und dann habe ich ihn mal gefragt, woran erinnerst du dich so aus frühester Kindheit? Und da sagt er, da war ich so 4 und da kommt mein Stiefvater, zieht mich aus dem Kinderzimmer und dann vergewaltigt er vor meinen Augen meine eigene Mutter. Und dass so ein Herr dann nicht normal werden kann, ich glaube, das ist ziemlich klar. Und dann, das ist meine Erfahrung, werden die meisten später zu Tätern. Erst sind sie selbst Opfer und weil sie das nicht verarbeiten können psychisch, äußert sich irgendwann später dann eine schlimme Tat. Mhm. Also die meisten Gewaltstraftäter sind ursprünglich mal Opfer gewesen. Mhm. Moment, ich mach einmal nur jetzt hier das Wasser weg. Das reicht, weil der kommt gleich noch mal schön im Ofen rein. Okay. Man hört eine gewisse Faszination raus und wenn man dein Buch Tatort Unterwelten liest, sieht man oder liest man auch, dass du eine gewisse Faszination für, sag ich mal, für Straftäter mit sich bringst. Also die Welt des wahren Verbrechens, die hat mich schon immer fasziniert. Ja. Ich schaue gern hinter die Kulissen und bekomme dann Dinge mit, die du als Normalbürger draußen gar nicht erfährst. Ja, aus allen Bereichen der Kriminalität verteidige ich ja Menschen. Ich höre immer Dinge, die sonst kaum einer mitbekommt. Und ich schaue gern auch dahinter, warum sind die Menschen so geworden. Mhm. Ich finde das in der Tat faszinierend, ohne dass ich natürlich in irgendeiner Form sagen würde, das ist gut, was da passiert ist. Mhm. Darum geht es nicht. Aber zu schauen, wie kommt es zu Verbrechen, warum werden dieser Menschen... Gedankengang und so. Genau, ne? Genau. Warum werden Menschen kriminell? Den finde ich einfach unheimlich interessant. Und weil ich halt eben jeden Tag so viel höre, die Mandanten erzählen mir wahnsinnig viel, ich frage immer sehr gerne nach, was ja für die Verteidigung oft auch was bringt, habe ich in der Tat eine Faszination dafür entwickelt und deshalb schreibe ich auch gerne Bücher und gebe das gerne weiter, was ich da so jeden Tag höre. Wunderbar. Wie viele Bücher hast du bisher geschrieben? 5 Bücher sind auf dem Markt und es kommt jetzt gerade Inside Strafverteidigung, Advokaten des Bösen, neu raus. Mhm. Und da geht es halt eben ja, um die Kernaufgaben, die ich jeden Tag mache, nämlich Verbrecher retten, wie man umgangssprachlich sagt. Und ja, es geht halt eben um die Moralfrage, wie kann man das eigentlich mit seinem Gewissen vereinbaren? Es geht quer durch das, was ich jeden Tag mache. Wie entwickelt man Strategien? Kommen wir gleich noch mal zu. Ja? Du bist mir einen Tacken zu schnell. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt schon mal die Soße oder den Sud, womit wir gleich den Blumenkohl füllen. So, ich habe hier geröstete Paprika. Mhm. Dann haben wir hier Sonnenblumenkerne. Was ist das? Tomatenmark, einfach nur Tomatenmark. Wir könnten auch, während ich diese Soße jetzt gerade zubereite, mal zu dir kommen. Wie sieht's mit dir aus? Ich habe hier 2 Fragen bei Bee's Kitchen. Und die eine wäre, du hast die Wahl, zu Hause kochen oder draußen zu essen? Also ich bin ganz ehrlich, ich koche im Prinzip gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Das Einzige, was ich zu Hause mache, ist mein Porridge. Das gibt es immer morgens gerne bei mir. Das bekomme ich mittlerweile hin. Ansonsten habe ich im 3. Semester an der Uni so mit meinen Kochkünsten aufgehört. Und da war ich damals so bei Miracoli stehen geblieben. Ja. Und mehr habe ich ehrlich gesagt selbst nie groß zustande bekommen. Mhm. Und insofern gehe ich sehr gerne, sehr häufig essen. Sehr schön. Und was wäre dein Lieblingsgericht? Ich esse sehr gerne vegetarisch, vegan. Ja, ich esse viel Gemüse. Ich esse aber auch gerne mal gelegentlich ein Steak. Das sind so meine Sachen, die ich so sehr gerne esse. Wenn ich essen gehe, am liebsten asiatisch. Asiatisch? Ja. Wow, bei mir ist das italienisch. Das finde ich auch. Immer wieder. Ich liebe diese italienische Mentalität. So wenn du kommst, so ey, mangiare und dieses Liebevolle und Familiäre. Ich liebe das immer wieder. Ist auch sehr angenehm. Ja. Ich habe viele italienische Mandanten und wenn ich die dann besuche nach dem Prozess, da wird man in der Tat sehr, sehr gut bewirtet. Ja, und ne? Das ist eine tolle Atmosphäre. Vom Essen her, wie gesagt, mag ich es eher so ein bisschen leichter. Mhm. Gerne so ein bisschen Reis, Gemüse, Tofu. Das ist so meine Welt. Sushi auch? Sushi esse ich, wenn dann nur vegetarisch. Mhm. Weil ich es eine Zeit lang sehr, sehr viel gegessen habe und das mir ehrlich gesagt nicht so gut bekommen. Oh. Ich mache immer einmal im Jahr eine Ayurveda-Kur. Mhm. Toxine aus dem Körper raus, so eine Reinigung, Detox sagt man auch. Ja, ja, richtig. Und da haben mir all meine Ayurveda-Ärzte empfohlen, keinen rohen Fisch mehr, sondern wenn dann vegetarisches Sushi. Wahnsinn. Danke an die Ärzte, ne? Genau. Ja. So, Knoblauch für die Soße. Ich habe hier geröstete Paprika aus dem Glas hier drin. Man kann sie natürlich auch selber rösten, wie ihr mag. Dann habe ich Sonnenblumenkerne, Senfkörner, Knoblauch, Paprikapulver, ein rauchiges Paprikapulver und Knoblauch, Apfelessig und Ahornsirup.
Und das wird das Ganze jetzt schön gemixt. Es riecht sehr gut. Das riecht gleich noch besser. So, ich werde das Ganze jetzt hier schön einmal innen füllen. Burkhard, kann im Prinzip, schau mal, wir haben hier wirklich auch tolle Gäste, gerade hinter der Cam, deine Assistentinnen, unsere Assistentin Ramona. Könnte wirklich auch jeder Täter werden. Ich sag mal auch diese lieben Mädels, die gerade hinter der Cam sind. Jeder von uns, das darf man nicht unterschätzen. Es wird ja immer gerne der erhobene Zeigefinger auf die sogenannten Verbrecher erhoben. Tatsächlich kann es jeden von uns treffen. Auch meine, ich habe zwei Assistentinnen hier, die Dana und die Alina. Wenn die Alina Stress hat mit ihrem Freund, ja, es kommt vielleicht dazu, dass er sie angeblich betrogen hat, dann gibt es noch die eine oder andere Nettigkeit, die ausgetauscht wird. Und schon greift man unter Umständen in der Erregung zum Messer und zack, das geht schneller als man denkt, ist der andere womöglich im Extremfall gar tot. Und dann ist Alina bei mir als Mandantin und wird des Mordes oder des Totschlags beschuldigt. Also gerade Affekttaten, ja, wo du selbst total aufgewühlt bist, emotional und in Beziehungen passiert sowas ja häufig, kann im Prinzip jeder von uns begehen. Davor ist keiner gefeit. Keiner gefeit. Also man muss auch darauf achten, sich nicht von seinen Gefühlen leiten zu lassen, ne? Absolut, ja. Vor allen Dingen, wenn es in einem hochkocht. Ich habe ganz, ganz viele erlebt, die gesagt haben, Mensch, dann habe ich mal für 10 Sekunden, 20 Sekunden die Fassung verloren. Aber dann kann man es halt eben nicht mehr wieder gut machen, was dann passiert ist. Ne? Ja, absolut. Da hast du ein dickes Problem an der Backe. Absolut. So. Und dann musst du mich engagieren. Kostet natürlich auch noch einiges. Da musst du gut gespart haben. Genau. Guter Rat ist teuer, sehr guter Rat sehr teuer. Und Freiheit unbezahlbar ist eines unserer Mandantensprüche. Kanzleigrundsätze, genau. Ja, ja. Ich habe das jetzt, du hast ja gerade gesehen, Burkhard, ich habe ja da drin ein bisschen so von unten gefüllt, dann ein bisschen geklopft, damit sich das schön verteilt. Jetzt mache ich das hier nochmal schön von außen. Ich hoffe, die Marinade reicht. Wenn nicht, muss ich gleich nochmal was dazu machen. Muss alles bedeckt sein? Oder? Ja, ja. Das wird gleich so schön wie eine Kruste nochmal. Man merkt, du bist Profi. Ja? Danke. Sache ist, erst probieren, dann kannst du nochmal sagen. Den schieben wir jetzt im Ofen, der gerade ausgegangen ist während der Show. So, der kann langsam vor sich her dampfen, verbacken und in der Zeit mache ich ein bisschen Tahini. Fertig, schon mal Tahini gegessen? Gerade in der veganen, vegetarischen Küche ist ja Tahini sehr, sehr... Habe ich noch nie gegessen. Nein? Nein? Wow. Bin ich gespannt. Dann machen wir was Schönes fertig. Ja. Burkhard, es gibt unterschiedliche Arten von Kriminalität. Es gibt Kriminalität, da schadet der Straftäter jetzt nicht direkt Menschen. Dann gibt es Straftaten, sag ich mal, die für uns Otto Normalos so nachzuvollziehen sind, sag ich mal, wenn jemand seine Tochter, seine Familie verteidigt hat. Ja? Und dann gibt es auch Straftaten, sag ich mal, wo man wirklich unschuldige Opfer, Kinder Schaden zufügt. Wie gehst du mit sowas um? Ja, es gibt sehr verschiedene Arten von Straftaten, zum Beispiel der Versicherungsbetrüger. Da sagt man dann so in der Bevölkerung, ach, ist ja nicht so wild, ist ja nur die Versicherung geschädigt. Wenn aber jetzt zum Beispiel einem Kind was angetan wird, dann schlagen natürlich die Emotionen hoch. Und das erlebe ich dann oft auch im Gerichtssaal, wenn Angehörige drin sitzen oder auch die Öffentlichkeit teilweise vertreten ist. Ja. Dann werden wir Verteidiger oft auch zum Boomern nach dem Motto, wie könnt ihr einem solchen Schweinehund überhaupt nur beistehen? Ja, das kann ich mir regelmäßig anhören. Für mich macht das keinen Unterschied, was meinem Mandanten vorgeworfen wird. Ich behandle jeden gleich, egal wie der Vorwurf ist. Ja, es gibt genug Menschen, die meinen Mandanten Vorwürfe machen, wie der Staatsanwalt, wie oftmals auch Richter, ja, oder Medien, wenn die auf ein Strafverfahren gucken. Mhm. Und du brauchst als Beschuldigter eine Person, ja, und das ist dein Verteidiger, der hinter dir steht, der das Bestmögliche für dich macht. Und deshalb bin ich in der Position ganz sicherlich kein Moralapostel und mache meinen Mandanten Vorwürfe. Ja, und es gibt natürlich Taten, da hebt wirklich auch die Bevölkerung den Finger und sagt, wie kann man nur? Es gilt trotzdem in allen Verfahren erstmal die Unschuldsvermutung und man braucht einen fairen Beistand und das ist der Strafverteidiger. Okay, wunderbar. Gibt es denn bei dir auch Fälle, die dich selber krass berühren, mitnehmen, wo du auch die ein oder andere schlaflose Nacht hast? Auf jeden Fall. Ja, also man kann ja noch so professionell sein, was, glaube ich, jeder Strafverteidiger versucht. Im Gerichtssaal dem Mandanten gegenüber musst du professionell sein und darf solche Emotionen jedenfalls nicht nach außen zeigen. Wenn du dann aber abends zu Hause bist, berührt dich das eine oder andere natürlich. Ja.
denke gerade, ich habe kürzlich noch eine junge Mutter verteidigt, die hat ihr 3 Monate altes Kind umgebracht mit so einem Cocktail aus Schlafmitteln, Antidepressiva und ist dann direkt nach der Tötung ihres Kindes auf eine Technoparty gegangen und hat da gefeiert. Und wenn du dann eine so junge Dame verteidigst, dann schwebt immer so dieses tote Kind über dem Gerichtsverfahren, so fühlt sich das jedenfalls an. Mhm. Und das ist auch für mich als, sag ich jetzt mal, erfahrenem Verteidiger nicht ganz so leicht. Ja, das merkst du schon. Das ist eine harte Nummer, ja. Das ist eine harte Nummer. Und wenn du dann abends zu Hause im Bett liegst, dann denkst du dir schon, wie konnte das passieren? Und gar keine Frage. Das nimmt einen schon mit. So, ich mach gerade hier in den Tahin, mache ich ein bisschen frische Koriander rein. Das wird ein bisschen anders, die Tahinsoße. Knoblauch habe ich reingemacht, Tahin ist drin. Und das ist Koriander? Koriander, frischer Koriander. Super. Magst du frische Koriander? Sehr gerne. Ja? Kenne ich aus meinen Ayurveda-Kuren, da gibt es auch oft Koriander. Koriander-Tee auch. Koriander-Tee? Du trinkst ja da nur warmes Wasser und Tee den ganzen Tag. Ja. Yeah. Wenn du 10 Tage entgiftest, wie ich das einmal im Jahr mache. Mhm. Und Koriander-Tee ist auch sehr, sehr entgiftend, sehr entschlackend. Ah, wusste ich gar nicht, höre ich zum ersten Mal. Vorsicht, Burka, das spritzt ein bisschen. Genau. Meine schöne Robe hier. Du hast das gerade kurz, glaube ich, einmal so angeschnitten, das Verhältnis zwischen dir und dem Mandanten. Und das ist ja auch wirklich sehr wichtig. Wie sollte das Verhältnis zwischen einem Anwalt und einem Mandanten sein? Ganz wichtig ist, dass zwischen dem Strafverteidiger und dem Mandanten die Chemie stimmt. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man bester Freund werden muss, aber man muss sich vertrauen. Und der Mandant muss im Optimalfall mir alles erzählen. Die Wahrheit, was er gemacht hat. Ja, mich trifft ja die anwaltliche Schweigepflicht. Das heißt, ich darf darüber nicht reden. Er kann mir alles sagen. Und er muss auch das Gefühl haben, dass er das wirklich gut tun kann. Ja, es gibt leider immer wieder Mandanten, die das nicht machen. Die auch mir als Strafverteidiger einen Bären aufbinden und irgendwelche Lügengeschichten erzählen. Das gab es auch schon bei dir? Das gibt es leider immer wieder. Leider immer wieder. Das ist natürlich nicht optimal. Ja? Nee. Weil du kannst jemanden nur richtig gut verteidigen, wenn er dir gesagt hat, was wirklich los ist. Mhm. Ja, und dann kann ich viel, viel besser arbeiten. Leider gibt es immer wieder so Vorbehalte. Einige Mandanten denken sich vielleicht steckt der Anwalt mit dem Richter unter einer Decke. Ja, oder andere sagen sich, wenn ich dem die Wahrheit sage, dann kann der nicht mehr so unbefangen sein. Ist alles totaler Quatsch. Ja. Mhm. Je mehr ich weiß von der Wahrheit, desto besser kann ich arbeiten und mache dann natürlich auch gewisse Fehler nicht. Mhm. Gab es denn auch schon mal den Fall, wo der Angeklagte dich wirklich bis zum Maximum verarscht, veräppelt hat oder nicht die Wahrheit, ich sag mal nicht die Wahrheit, verarscht, veräppelt, der verarscht dich ja selber letztendlich. Genau. Aber wo er dir wirklich nicht die Wahrheit erzählt hat? Also es kommt immer wieder vor, immer leider wieder. Muss ich sagen. Ja, auch du erreichst halt eben nicht jeden Mandanten, das ist einfach so. Gerade in Sexualstrafverfahren, ja, da wollen viele immer unschuldig sein, obwohl oftmals die Beweislage sehr eindeutig ist, streiten das die Mandanten auch dem Anwalt gegenüber ab. Mhm. Ich habe mal einen Fall gehabt, da ging es um gar nicht so eine heikle Sache. Da soll mein Mandant Champions League-Karten von Bayern München bestellt haben für 12.000, 13.000 Euro unter falschem Namen. Und er hat gesagt, Anwalt, ich bin total unschuldig, ich war das nicht. Ja? Und dann gab es eine Wohnung, wo die Karten angeliefert wurden und da war ein Klingelschild dran. Müller, Meier, Schulze, irgendein Name stand da drauf. Da habe ich ihm gesagt, das sieht nicht gut aus für uns. Ich kann jetzt einen Antrag stellen, dass dieses Klingelschild untersucht wird. Mit der Handschrift. Mit der Handschrift. Und er sagte, ist garantiert nicht meine Handschrift. Ich schwöre, Anwalt, ich schwöre. Ja, und wenn ich schon höre, ich schwöre, muss man immer vorsichtig sein. Aber es war seine Aussage. Ich habe den Antrag gestellt und es kam heraus, natürlich war es seine Handschrift. Und es waren auch noch seine Fingerabdrücke auf diesem Schild. Und da habe ich ihn durch meinen Antrag natürlich dann ins Gefängnis verteidigt. Ja. Aber das hat er auch selbst eingesehen. Er war selbst schuld. Ich habe hier schon mal gleich zum Servieren ein bisschen angerichtet. Dein Buch mit den Herrn Reinhardt, Inside Strafverteidigung. Da geht es auch viel um so prominente Klienten, Mandanten. Ja, mit welchen Prominenten warst du schon oder hast du verteidigt? Mit wem warst du schon direkt in Kontakt? Du und ich sage mal jetzt im Namen von Herrn Reinhardt. Genau. Ich darf natürlich jetzt nicht über alles reden, aber Fälle, die in der Öffentlichkeit waren, die kann ich natürlich erwähnen. Ja, ja. Wie zum Beispiel den Fußballer Leon Goretzka habe ich vertreten. Ah, was hat der denn gemacht? Das ist ja ganz vorbei. Da ging es damals darum, dass er angeblich ein bisschen gerast sein soll mit seinem Auto. Ja, mhm. Also wenn ich einen Profifußballer als Mandant habe, geht es fast immer darum, Rad. Dass die mit ihren oft schnellen Autos zu schnell gefahren sein sollen. Mhm. Das ist typisches Fußballerdelikt, ja, um es mal so zu sagen. Ja, die haben es eigentlich. Die müssen pünktlich auf Platz sein. Und die haben natürlich alle sehr schnelle Autos. Ne? Ja, sind jung. Ja, ja. Und mein Gefühl ist auch, dass die
müssen sich ja vor den Medien immer beherrschen. Ja, die können ja oft auch nicht sagen, was sie wirklich denken über ihren Trainer, ne, über ihre Mitspieler, wie auch immer. Viele haben ja auch einen Coach, der denen genau sagt, das darfst du vor der Kamera sagen und das nicht. Und dann lassen sie beim Autofahren gerne mal so ihren Frust raus. Ja, und deshalb fahren dann viele auch zu schnell. Das ist jedenfalls meine Theorie dazu. Ich habe die Schauspielerin Nastassja Kinski anwaltlich vertreten. Ich habe Frank Rosin, der ähnlich gut kochen kann wie du. Den wünsche ich mir hier mal als Gast, oder mit dem würde ich gerne was machen. Weil ich sage dir offen, ich bin jetzt nicht der Profikoch, sag ich mal. Ich bin nur ein Hobbykoch, so Charo der Straßengourmet. Okay. Ja, und ich setze mich dafür ein, so Kochen ist das neue Feiern. Und wenn da so ein Pro mal kommt und mir zeigt, wie man Hand anlegt, wäre ich sehr dankbar, Frankie. Ja, danke. Frank kocht echt sensationell. Und da ich ja nun mal gar nicht koche und wenn dann... Was hat der denn angestellt? Was hat der denn angebrannt? Bei Frank kann ich jetzt, also wie gesagt, mich trifft ja die Schweigepflicht. Ich darf über das reden, was in den Medien war. Ja, und beim Frank ging es dann mal um einige Handyverstöße. Auch während des Autofahrens soll er dann ein Handy in der Hand gehalten haben. Mhm. Wir haben damals beim Amtsgericht in Dorsten haben wir dann eine Bratpfanne mit zu Gericht genommen. Unvergessene Geschichte. Und haben der Richterin, die das auch sehr kreativ und lustig fand, gesagt, Mensch, Frau Vorsitzende, ja, der Herr Rosin, der dürfte ja am Steuer sogar Eier in die Bratpfanne hauen. Das ist nämlich in Deutschland nicht verboten. Mhm. Ja. Aber dieses Handy in der Hand halten, das wird jetzt hier so groß sanktioniert. Da passt ja die Gerechtigkeit nicht ganz. Ja. Und dann hatte er zwei Verstöße und sagt die Richterin, okay, das überzeugt mich, was Sie hier sagen. Ja. Und dann hat sie uns einen Verstoß eingestellt, da hat er damals dann nur einen Punkt bekommen. Ja. Sehr interessant. Genau. Sehr, sehr interessant. Ich habe aber natürlich auch teilweise sehr heikle Promi-Prozesse gehabt. Zum Beispiel, wenn ich an Gina-Lisa Lofink denke. Da gab es vor einigen Jahren in Berlin eine sehr aufsehenerregende Sache. An sich war der Vorwurf relativ klein. Sie soll zwei Herren zu Unrecht bezichtigt haben der Vergewaltigung. Und dann entstand daraus aber ein Medienspektakel. Es waren hinterher 60, 70 Reporter im Gerichtssaal. Es war unglaublich. Selbst Radio Neuseeland hat über den Fall berichtet. Krass. Das war schon irre. Da können wir gleich nochmal drauf zu kommen. Aber was mich interessiert, was unterscheidet diese prominenten Fälle grundsätzlich von den normalen Fällen? Zwei Dinge. Einmal im Außenbereich spielen die Medien mit rein. Ja, sobald irgendetwas bekannt wird, ein Promi soll angeblich irgendetwas gemacht haben, sind die Medien dran. Und das hat auch Einfluss auf die Justiz. Ja, da kann sich das keiner, wäre jetzt die nächste Frage. Genau, kann sich keiner von frei machen. Und im Innenverhältnis zu mir als Anwalt ist es so, dass Prominente sehr, sehr offen mir gegenüber sind. Ja, sie erzählen mir erstaunlicherweise auf den ersten Blick viel mehr als, sag ich jetzt mal, Otto-Normalverbrecher. Mhm. Weil Promis wissen, mich trifft die Schweigepflicht. Ja, und sie schütten mir oft ihr ganzes Herz aus, über den Fall hinaus. Mhm. Sie haben oft selbst Angst, im engsten Verhältnis ihrer Partnerin oder ihrem Partner gegenüber was zu erzählen. Weil wenn so eine Beziehung mal in die Brüche geht, dann haben Promis oft Angst, dass selbst der Partner an die Presse geht und einen da durch den Kakao zieht. Mhm. Und das merkst du schon. Also Promis sind dem Anwalt gegenüber, das ist meine Erfahrung, sehr, sehr offen. Und ja, du wirst oft zu so einem Berater für verschiedene Lebenslagen, für Prominente. Lebensberater für Promis. Ja, also es geht oft über diese anwaltliche Tätigkeit im klassischen Sinne hinaus. Mhm. Dass ich oft um Rat gefragt werde, Mensch Burkhardt, wie siehst du das denn? Wie würdest du mit der Situation umgehen? Ja, zum Beispiel Frank Rosin ist mittlerweile mein engster Freund. Mhm. Telefonieren oft und dann sagt er, wie würdest du jetzt in meiner Situation handeln? Umgekehrt frage ich ihn natürlich auch mal um Rat. Dadurch ist eine sehr freundschaftliche Beziehung entstanden. Schön, sehr schön. Ja. So, es gibt ja wirklich auch einen ganz besonderen Fall hier in Deutschland, der damals sehr große Wellen geschlagen hat. Ich glaube, momentan gibt es auch einen Fall, der auch gerade krasse Wellen schlägt in der Deutschrap-Szene. Und da hoffen wir auch, dass da Gerechtigkeit kommt. Der Kachelmann-Fall. Das hat ja medial auch eine große Auswirkung gehabt auf den Prozess. Findest du, dass sich das oder dass das immer noch so ist oder dass sich das ein bisschen gewandelt hat? Weil immerhin ist ja der Kachelmann-Fall schon über 10 Jahre her. Es ist in der Tat so, sobald ein Prominenter auf der Anklagebank sitzt, guckt natürlich die Presse drauf und das hat Einfluss auch auf die Richter. Denn die Richter wollen sich nicht nachsagen lassen, gerade einen Promi-Bonus wollen sie sich nicht nachsagen lassen. Mhm. Und deshalb ist auch meine Erfahrung, dass Prominente vor Gericht härter angefasst werden als Nicht-Prominente. Ja, damit ja nicht dieses Gerücht aufkommt, die Justiz bevorzugt Gina-Lisa, Herrn Kachelmann oder wen auch immer. Ja? Mhm. Deshalb haben Promis es vor Gericht nach meiner Auffassung schwerer.
Ich beobachte gerade jetzt, seitdem das Internet ja immer populärer wird, auch eine neue Art des Journalismus. Mhm. Du hast in diesen Promi-Prozessen regelmäßig Reporter hinten drin sitzen, die schon aus dem Gerichtssaal heraus twittern oder irgendwelche Nachrichten auf ihren Kanälen veröffentlichen. Alles wird noch schneller, kurzlebiger. Die Meldungen sind oft grottenfalsch, aber schon sind sie draußen, weil irgendein Reporter irgendwas vielleicht auch mal falsch verstanden hat. Oft haben die gar keine Ahnung von Strafrecht und schreiben einfach irgendeinen Quatsch. Und dann verbreitet sich etwas und das kriegst du hinterher kaum noch weg aus den Köpfen der Menschen. Genau, dann schreibt schon wieder das nächste Internetmedium ab und zack ist eine Meldung rum und irgendwas davon bleibt in der Regel immer hängen. Du als Profi, wie könnte man da sowas umgehen? Damit sowas nicht passiert, sag ich mal, wie Kachelmann jetzt gerade momentan, gibt es auch einen aktuellen Fall, was gerade Social Media so richtige Wellen schlägt. Was könnte man dagegen antun? Ja, also der Vorwurf trifft natürlich einmal ganz klar die Journalisten. Du hast ganz oft, das habe ich auch selbst erlebt in den Promi-Prozessen, wirklich Journalisten, die gar keine Ahnung haben vom Strafrecht. Ja, die schreiben einfach irgendeinen Quatsch. Bei Gina Lisa bin ich nicht nach juristischen Themen gefragt worden, sondern da hat man mir ernsthaft die Frage gestellt, haben Sie Ihrer Mandantin empfohlen, die und die Haarfarbe jetzt zu machen oder die Haare kürzer zu schneiden, damit sie unschuldiger wirkt. Ja, also so ein Unsinn wirst du da gefragt. Mhm. Und genauso schlecht ist natürlich oft dann die Berichterstattung. Ja, also da wäre natürlich ein ganz klares Anliegen, dass es wieder Experten machen. Früher gab es klassische Gerichtsreporter, die wussten genau, was sie schreiben. Und heute in den Promi-Prozessen kommt da irgendwer aus der Panorama-Abteilung und schreibt irgendeinen Unsinn, was mit dem ganzen Fall eigentlich gar nichts zu tun hat. Ja, und trotzdem eine große Außenwirkung hat. Das müsste man natürlich verbessern und man muss natürlich auch sagen, wir alle, wir Konsumenten, trifft natürlich auch irgendwo einen Vorwurf. Ja, ich will mich da selbst auch gar nicht ausschließen. Das ist ein wichtiger Punkt, ja bitte. Natürlich, wir haben alle ein wahnsinniges Interesse an diesen Prominenten, schauen dahin und wollen natürlich auch die schnelle Meldung haben. Ja, heute hat ja alles eine kurze Halbwertszeit und wir wollen sofort wissen, was da los ist. Und dadurch kommen natürlich auch so viele unseriöse Meldungen gerade im Internet zustande. Und gerade wir so als Konsumenten, das finde ich so ein wichtiger Aspekt, sollten wir uns zurückhalten und nicht direkt Aufmerksamkeit schenken, wenn sowas ist, sondern eher Zurückhaltung, wenn ich das jetzt so richtig fasse. Ja? Genau. Ermahnen, mehr zurückzuhalten und erstmal lass die Leute unter sich machen. Täter, Opfer, Anwälte, Gericht, bevor wir direkt so, feuert mal drauf los. Oder genau, so. Und gerade in den sozialen Medien wird das ja auch ohne Ende gemacht. Ja? Und auch da sind, glaube ich, viele von uns ungerecht. Ja? Man urteilt über einen Fall, zum Beispiel von Gina Lisa, obwohl man die Hintergründe gar nicht kennt. Und ich finde, da können wir uns alle irgendwo ein bisschen an die Nase fassen, bevor wir unsere eigene Weisheit im Internet auf irgendwelchen Kanälen kundtun und sagen, die ist aber schuldig oder die ist unschuldig, sollten wir uns vielleicht ein bisschen mehr mit den Fakten beschäftigen. Wenn ich selbst über einen anderen Fall urteile, wo ich nicht verteidigt habe, bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil ich die Akten nicht kenne, weil ich die Hintergründe nicht kenne und man sieht oft vieles anders, wenn man im Thema ist. Die Öffentlichkeit, wir alle sind da allerdings oft ein bisschen ungerecht, weil wir uns oft auch von unserem Bauchgefühl leiten lassen. Also ihr wisst Bescheid, Leute, zurückhalten, nicht direkt immer Ohren offen, wenn da irgendwo Fitner ist. Ich sage immer gerne Fitner dazu, das ist dieses Wort, wenn da negative Ereignisse gerade sind, so in Social Media oder in der Unterhaltungsbranche. Genau, man muss immer daran denken, gerade jetzt für den Strafprozess, es kann ja jeden von uns theoretisch treffen, auch wenn wir jetzt nicht prominent sind, dass man da mal auf der Anklagebank sitzt und das ist einfach unschön, wenn andere Menschen dann ihr ganz großes Unwerturteil über einen fällen, nach dem Motto, der oder die ist schuldig. Aufgrund der Erscheinung oder? Einfach aufgrund von Gina Lisa war es ja so nach dem Motto, ach die in Anführungszeichen Schlampe, habe ich ganz oft gelesen, das passt doch zu der, was beschwert die sich denn hier? Hier ist doch klar, dass die das wollte. Das sind Aussagen, die sind sehr, sehr gefährlich und haben mit der Realität meines Erachtens nichts zu tun. Und ich finde, da sollten wir uns alle ein bisschen mehr mäßigen. Ja, das sieht man oft bei den Kommentaren auch unter solchen Artikeln. Da wird ja losgeledert. Für mich unbegreiflich. Danke, danke. Sehr, sehr wichtiger Aspekt, sehr wichtiger Punkt gerade. Blumenkohl sieht wirklich sehr, sehr saftig, sehr lecker aus. Also Frank Rosin hätte es nicht besser hinbekommen. Hast gehört, Frankie, ja? Weiß Bescheid. Du bist ja nicht nur Autor, Strafverteidiger, du machst ja jetzt auch seit neuestem einen Podcast. Genau. Wir machen jetzt, mein Kanzleikollege Hans Reinhardt und ich machen einen Podcast namens Advokaten des Bösen. Wow. Sind wir auch bei Instagram, Advokaten-des-Bösen. Mhm. Und alle 14 Tage gibt es eine neue Folge, und zwar einen echten Fall aus unserer Praxis, den wir selbst verteidigt haben.
Und dann reden Herr Reinhardt und ich immer im Wechsel mit einer Moderatorin vom örtlichen Radio, Simone Danisch, die das sehr, sehr toll macht, die selbst auch True Crime Fan ist, über den Fall. Und das Besondere bei uns ist, nicht nur, dass wir halt eben wissen, worüber wir reden. Ja, wir haben das Ganze ja gelernt und haben jeden Tag mit Verbrechen und Verbrechern zu tun, sondern wir gehen auch mit unserem Podcast und unseren beiden Assistentinnen, Dana und Alina, aus dem Studio raus, gehen in den Gerichtssaal, gehen an den Tatort, mal ins Gefängnis und wir sprechen auch mit unseren Mandanten, also mit den Verbrechern selbst, die auch was dazu sagen. Das gibt es bisher. Also, ich glaube nicht. Näher, so glaube ich noch nicht. Da kannst du ja gar nicht dran sein, ne? An sowas. Genau, genau. Wir sagen halt eben, wir reden nicht nur über Verbrecher, sondern wir reden auch mit ihnen. Das ist mir wichtig, dass sie selbst auch mal zu Wort kommen. Und ja, die Leute, die dann unseren Podcast Advokaten des Bösen hören, die bekommen halt eben auch zu hören, was der Täter selbst sagt. Ja? Wie denkt er über die Tat? Wie war das, als er damals das hört sich wirklich sehr, sehr spannend Opfer getötet sehr, hat? Sehr, sehr interessant. Also, wann erscheint die erste Folge? 7. September gibt es den ersten September. Fall. EncroChat, das war so eine... Oh, das wird einige, glaube ich, einige Shababs wird das da draußen interessieren. Gerade EncroChat hat ja auch sehr viel... Genau, war halt eben System aus Frankreich, jahrelang von vielen Verbrechern genutzt, weil es verschlüsselt war. Die französische Polizei hat es gehackt. Ja. Und jetzt kommen die ganzen Verfahren aus Frankreich hier rüber und mein Mandant hat mit Maschinengewehren und Kokain gehandelt. Und ist dann aufgefallen, weil er über EncroChat eine Marihuana-Knolle in seiner rechten Hand abfotografiert und verschickt hatte. Man hat seine Hand... Und dann hat man mit künstlicher Intelligenz dieses Foto ausgelesen, hat gesagt, der Fingerabdruck von dem ist bei uns im System, das ist der Herr sowieso aus Bremen. Krass. Und so ist er aufgefallen. Wahnsinn. Und deswegen, sowas kommt in unserem Podcast vor. Ich halte nicht anderem. So viel vom Fotos machen und so. Keine Spuren hinterlassen. Grundregel für alle Verbrecher. Krass, ehrlich, das ist so ein Bild. Ne? Wahnsinn. Was hast du gerade für einen Fall, der dich so, kannst du uns was entlocken, was so richtig also, spannend ist? So? Ja, morgen früh muss ich ins Gefängnis, in die Justizvollzugsanstalt. Da vertrete ich einen jungen Herrn, der soll einem anderen mit dem Samurai-Schwert fast die Hände abgehackt haben. Oha. Und es ging heiß her, Einzelheiten sind noch unklar und er selbst wurde dann mit einer Armbrust beschossen und hat einen Pfeil mitten ins Herz bekommen und wurde jetzt im Justizvollzugskrankenhaus 10-mal operiert, weil er selbst fast verstorben wäre. Fröndenberg, ne? Fröndenberg, genau. Im Sauerland. Spannende Geschichte. Startet nächsten Monat jetzt der Prozess. Wird auch ein Podcast bei uns. Wird auch ein Podcast? Genau. Sind das Jugendliche oder schon Erwachsene? Das sind schon Erwachsene. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass es einen Streit in der Betäubungsmittelszene gab. Ich habe da von dem Fall gehört. In Recklinghausen. Recklinghausen? Genau. Also, ich hätte es aus Westfalen gesagt. Nee, Recklinghausen. Ich habe auch von dem Fall gehört. Und da wird jetzt wild spekuliert. Es gab auch eine öffentliche Fahndung in den Medien, weil die Armbrust, mit der mein Mandant beschossen wurde, nach der Tat verschwunden war. Die hatte wohl der Schütze heimlich, so sagt man jedenfalls, versteckt. Und zurzeit geht aber die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Armbrustschütze in Notwehr gehandelt hat und mein Mandant der Schuldige ist. Oh. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das im Prozess sich vielleicht noch mal ein bisschen ändert. Burkhardt. Das ist dein Teller. Aber sieht aber toll aus. Bitteschön. Wenn dir zu wenig Salz ist, hier haben wir noch ein bisschen Salz. Zum Essen ziehe ich jetzt mal meine, meine Robe aus. So, und es riecht super. Wohlbekommst, lass dir schmecken. Ja, guten Appetit. Und? Dein Urteil? Super. Fehlt aber Salz. Hervorragend. Sehr, sehr gut. Passt. Ich brauche gar nicht so viel Salz, also für mich ist es super. Wunderbar, schmeckt wirklich mega stark. Hat eine süße Note. Ja. Na? Sehr angenehm. Würdest du sowas zu Hause nachkochen? Also, wenn ich es könnte, würde ich es gerne machen. Ja. Hast du gesehen, war doch nicht viel Arbeit. Ich werde das mal zum Anlass nehmen, das mal zu probieren. Ja? Sehr gerne, hat mich gefreut. Und schön, dass du da warst. Dass du deine Geschichten auch jetzt in Zukunft mit uns allen teilst. Diese Podcast-Geschichte, Podcast-Nummer. Genau. Advokaten des Bösens. Und mega stark. Ja, ich mache das sehr gerne und ich freue mich, wenn wir damit viele erreichen, weil ja im Bereich der Kriminalität wird viel spekuliert, viel Mist erzählt. Und deshalb glaube ich, können wir damit schon einiges aufklären. Und mal hinter die Kulissen gucken, wie es bei Verbrechern aussieht. Und deshalb lasse ich die Verbrecher auch selbst sprechen. Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr könnt gerne in die Infobox schauen. Wir werden da den Herrn Burkhardt Benneken komplett markieren. Einmal die Instagram-Seite, den Podcast. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Hört sich sehr spannend an. Danke fürs Zuschauen. Lasst uns auch bitte ein bisschen Liebe da.
Und bis zum nächsten Sonntag. Und wenn ihr selbst unschuldig in Verdacht geratet, hier ist der Strafverteidiger. Ihr wisst Bescheid, aber Pada braucht ihr. Ciao.